Am frühen Morgen war kurz vor 3:30 in der Aachener Gut-Demme-Straße parallel zur Krefelder Straße ein Feuer ausgebrochen. Was zunächst nach Routine aussah, entwickelte sich zu einem heiklen Einsatz. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieses Lager schon im Vollbrand, sodass wir zunächst versucht haben, massiv die anliegenden Gebäude zu schützen. Das ist uns insofern auch gelungen, dass wir hier eine daneben stehende Halle retten konnten, halten konnten, wie wir das nennen. Und natürlich auch hier die Umgebung hier. Wir stehen hier auf einer Tankstelle, die unmittelbar neben der Brandstelle ist. Auch hier bestand keine Gefährdung. Oder etwa 200 Meter von hier sind Gasbehälter. Auch hierfür konnte man eine Gefährdung ausschließen. Auch wenn der Großbrand im Laufe des Tages unter Kontrolle gebracht werden konnte, wird die Feuerwehr noch bis morgen früh Wache halten. Denn immer wieder brechen vereinzelte Schwelbrände aus. Wir haben das Feuer mit vier Hubrettungsgeräten, das sind die Drehleitern, von oben bekämpft mit massiven Wasserwerfern, die weit über 2000 Liter pro Minute Wasser ausgeben können. Darüber hinaus hat man noch vom Boden Wasserwerfer in entsprechender Größenordnung, in der Größenordnung von 6 bis 8 im Einsatz. Im Umkreis von mehreren Kilometern kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Nach Behördenangaben wurden bislang jedoch keine erhöhten Schadstoffe in der Luft gemessen. Doch die Verluste sind beträchtlich. Zunächst mal ist dieses Möbellager vollständig zerstört worden. Darüber hinaus ist ein danebenliegendes Fitnessstudio, hat Totalschaden. Und es gibt hier noch einen Farben- und Tapetenhandel, der auch nicht mehr betrieben werden kann. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Bereits in der vergangenen Woche war in Köln ein Lager der gleichen Möbelkette in Flammen aufgegangen. Damals war von einer nicht natürlichen Brandursache die Rede. Nach dem Feuer war ein Erpresserschreiben bei dem Unternehmen eingegangen. Bei Nichtzahlen werde ein weiteres Poco-Lager in Flammen aufgehen.